Jo Leute, und damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf. Eigentlich sollten jetzt auch die restlichen Party-Sachen verschwinden. Würde ich sagen, gucken wir auch direkt mal. Also hier die ganzen Arcanen Jinx und V-Paket-Sachen sind noch geblieben. Hawkeye ist auch noch geblieben. Und hier gibt es noch die Ikonen-Sachen, die sind also doch noch geblieben. Aber ich glaube, das Event ist jetzt vorbei, oder? Da wird es noch angezeigt, aber ich glaube, das sollte... Ne, es geht aber bis morgen. Okay, ich habe mich vertan. Naja, dann schauen wir auf jeden Fall mal, was noch so am Start ist. Und es gibt eine neue Lackierung und okay, ein Paket zurück. Und das sieht alles nicht so besonders aus. Okay, fangen wir oben an. So aus Paket. Hier geht es einmal Gefahrenzone in den Skin mit einem zweiten Stil. Und den Hitzezone, auch den in einem zweiten Stil. Und dann gibt es auch noch hier ein Rückenaccessoire, so gesehen halt für beide Skins. Ist halt, ja, im Look der beiden Skins passt halt zu beiden. 1600 das Paket, ist okay. Dann gibt es noch eine Hacke dazu, die auch im selben Look ist. Die gibt es aber leider nicht im Paket. Naja, ansonsten noch die Joy zurück, die wirklich nice ist, denn hier gibt es ein sehr, sehr nices Emote. Und zwar Rollschuhstimmung ist hier das Emote mit einer sehr, sehr nice Musik. Ich glaube von Doja Cat. Und dann gibt es daneben noch Regenbogen-Kaugummi, diese Lackierung und die athletische Assassine ist auch nochmal zurück mit diesem Rückenaccessoire und diesen Pomponschlägern. Und dann gibt es noch das Killer-Kommando-Paket. Ist nichts Besonderes, sehr, sehr oft am Start. Sirene hier noch mit einem zweiten Stil. Ich weiß gar nicht, was sich hier verändert. Ich glaube, ja, das hat so einen, ich sag mal, grauen Stil, dann so ein bisschen grauen Look. Okay, dann gibt es hier noch Rückenaccessoire und den Wachskin. Auch ihn gibt es dann in diesem grauen Look. Dann gibt es hier noch Pelzpack und zwei Doppelhacken. Jopp. Und das sind auf jeden Fall hier die ganzen vorgestellten Sachen. Unten bei den täglichen Sachen ist der Stechrochen zurück. Ich glaube, der war mal ein bisschen seltener. Ich gucke gleich mal nach. Ich glaube, der könnte schon selten sein. Dann gibt es noch Schnorchelorbs aus Season 2. So ein uralter Skin. Weiß ich noch, war damals schon relativ beliebt. Berührung des Kaisers ist jetzt neu. Okay, für 300. Hat keine Animierung. Und ist auch nicht reaktiv. Einfach eine ganz normale, simple Lackierung. Sieht okay aus, aber ehrlich gesagt ist es auch nichts Besonderes. Darunter herumtollen ist auch ein Ikonenreihe-Mode. Sieht schon ganz lustig aus. Und Wirbelwinds nochmal zurück. Auch ziemlich aufgedreht. Ja, und dann gibt es noch Taxi. Der ruft ihn nach einem Taxi auch nochmal zurück. Und das war es eigentlich auch schon. Hier unten, wie gesagt, Arcan V und Arcan Jinx Sachen. Und das Hawkeye-Paket. Und die Ikonen, wie gesagt, ich denke mal, werden dann auch verschwinden, wenn das Event vorbei ist. Und das Event ist dann auf jeden Fall morgen vorbei um 0 Uhr. Naja, und das war's zum Shop. Ich würde sagen, ich gucke nochmal ganz schnell nach, wie lange die Sachen her sind. Und naja, nichts Besonderes dabei. Hier oben die Sachen einen Monat her. Joy und die Regenbogen-Kaugummi-Lackierung 2 Monate her. Der Rest da hinten wieder einen Monat her. Und auch hier die Sachen sind einen Monat her. Genauso wie die täglichen Sachen. Hier ist also doch nichts Besonderes bei. Und das war's dann auch schon.